Seit einer sehr langen Zeit wurde mein Engel auf der Schulter zu einem Sensenmann. Deswegen wurde jeder Funke oft nur zu Flächenbrand. In Folgetesten verschwand meine Leidenschaft, weil selbst die Süße des Lebens hatte einen bitteren Beigeschmack. Mein Leben bestand von da an aus ewigen Angstgefühlen. Selbst wenn ich bisschen Wärme fand, hatte ich kalte Füße. Deshalb muss ich leider mittlerweile ein bisschen nachdenken. Denn wenn ich Wärme will, würde ich alles wieder in Brand setzen. Ach, scheiß drauf, keine Lust mich zurückzuhalten. Ich mach mich frei und entfessel jetzt das Chaos. Meine Gedanken sind nur das reinste Chaos. Jeder versucht das zu ändern, flipp zum Chaos. Ich werde das Ganze nicht unterdrücken. Ich lass mich einfach ins Unglück schnitzen. Es ist Chaos. Meine Gedanken sind nur das reinste Chaos. Jeder versucht das zu ändern, flipp zum Chaos. Ich werde das Ganze nicht unterdrücken. Ich lass mich einfach ins Unglück schnitzen. Es ist Honig im Kopf, besser komm ich nie ins Morgenland. Deshalb hab ich diesen Rückzug zockt in mir. Fehlt jeder Vorwärtsdrang aus diesem Grund. Gibt es für mich keine Schichtwechsel. Mittlerweile fühle ich mich an einen Ort gebunden. Wenn ich dort am Strick hänge, durch das merke ich. Erwachsensein ist nicht kinderleicht. Ich werde in den sauren Apfel beißen und lebe mit dieser Bitterkeit. Denn das würde nur wieder meinen Kopf ficken. Den inneren Frieden entzieht durch äußere Konflikte. Meine Gedanken sind nur das reinste Chaos. Jeder versucht das zu ändern, flipp zum Chaos. Ich werde das Ganze nicht unterdrücken. Ich lass mich einfach ins Unglück schnitzen. Es ist Chaos. Meine Gedanken sind nur das reinste Chaos. Jeder versucht das zu ändern, flipp zum Chaos. Ich werde das Ganze nicht unterdrücken. Ich lass mich einfach ins Unglück schnitzen. Es herrscht. Thank you.